Oh, ich weiß gar nicht, wie man stirbt. Creeper! Oh, ich lösch dich. Lösch dich. Nein, warum? Oh mein Gott, bin ich schlecht. Moin ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Rouge versus Busch. Und genau. Heute, ich werde so drauf gehen, du hast keine Chance. Ich habe das Sterben erfunden, mein Lieber. Du hast gar keine Idee davon, wie man stirbt. Ach ja, damit sind wir auch genau beim Thema, denn wir sind heute bei Rouge versus Busch am Sterben. Das heißt, wir haben ein Duell geplant, das geht 20 Minuten lang, nämlich genau so lang, wie ein Tag-Nacht-Zyklus geht. Und unser Ziel ist es, möglichst viele Arten von Toden zu sterben. Also das heißt, ertrinken, verhungern, von einem Skelett erschossen werden. Und von was einem so alles noch einfällt, genau. Weil ich hätte ja jetzt einfach den Busch weitererzählen lassen können, er hätte mich vielleicht noch auf Ideen gebracht, die ich noch gar nicht hatte. Wichtig ist nur, in den Farmwelten, also im genau, Dark, wir bewegen uns aus der Farmwelt nicht raus, wir haben die gleichen Perks, wir dürfen Perks benutzen, aber nur die auch der andere hat, wir müssen sie aber nicht benutzen und das Inventar ist leer, das seht ihr, mein Inventar hat gar nichts und das bedeutet letztlich, wir sind auf uns gestellt, wir dürfen auch nichts holen, nichts verwenden, was wir nicht in der Farmwelt finden und von daher würde ich sagen, einfach mal, ich starte gleich die Zeit und dann geht's los, oder? Wie wir zusehen? Ja. Na dann würde ich sagen, let's go. Okay. Schönes Sterben. Viel Spaß dabei. So. Und los geht der Spaß. Nein, wieso springe ich hier unten ins Wasser? Oh, perfekt. Komm, was? Komm her. Nein, ich bin im Spawnbereich, ich Idiot. Ja, natürlich bist du im Spawnbereich. Da war gerade ein Zombie und ich habe gedacht, komm, der kann mich direkt mal töten. Aber nein, ich muss natürlich erst aus diesem blöden Spawnbereich. Jetzt habe ich dir auch noch Vorsprung gelassen wieder, weil ich so dumm bin. Mann. Also das habe ich doch extra noch gesagt. Ach ja, laber doch. Wir müssen jedes Mal aus diesem verdammten Spawnbereich. Ich habe vergessen, wie langsam man ist ohne Jeezies. Ja, also das dürfen wir uns doch in den Home setzen auswärts. Nein. Na gut. So. Oh, ich bin echt, glaube ich, voll in die falsche Richtung gegangen. Ich muss hier über Berge klettern. Noch 113 Meter, du hast bestimmt viel näher. Ich habe noch 15, 14, 11, 10, oh, 1 Meter, ich bin draußen. Ich habe noch 100 Meter, toll, du hast mir gleich einen Tod Vorsprung. Ich sehe es schon kommen. Ja, ich bin, glaube ich, zu dämlich gerade, hier runterzufallen. Ich bin komm mit. Ja, komm. Ja, fein. Ja, komm. Darf doch nicht wahr sein, hier spawnt gerade nichts. Wir haben noch mitten in der Nacht. Ja, komm. Oh nein, die Spinne greift mich an. Was soll ich nur tun? Oh nein! Ah nein! Oh nein! Oh, Spinne! Oh nein, ich habe nur noch ein Herz! Ah, ich bin gestorben! Respawn! Nein, diese. Achso, Slash Spawn Farm Welt. Ich habe vergessen, dass man ja am Spawn spawnt. Ich bin gestorben. Was machst denn du? Okay, an der Spinne. Ja. Genau, ich bin an einer Spinne gestorben. Meine Teleportierung startet nicht. Hä? Er schreibt, Teleportierung startet, aber es startet nicht. Warp Farmwelt hast du eingegeben. Ach, ich hab. Oh, ich Idiot. Ich hab's extra nochmal gesagt. Ich hab Spawn Farmwelt eingegeben, ich Idiot. Ja, okay. Dann bist du natürlich am Spawn geblieben. Ja, was auch sonst. Was auch sonst, aber naja. So. Alter Schwede, ist das nervig, jedes Mal aus dem Spawnbereich rauszulaufen? Ja, ich bin jetzt auch gestorben. An Fallschaden. Du bist an Fallschaden? Und man kann auf Creature Games ja nicht am Hunger sterben. Das heißt, die machen meinen Hunger wieder an. Stimmt. Also steht's auf 1:1. Man kann nicht an Hunger sterben, stimmt. Nein, man kann. Naja, ich hätte es eh nicht drauf angelegt. Ich hätte das in Kauf genommen, dass es zwischendurch passiert. Warum bist du so schnell? Hast du irgendwie einen Zaubertrank oder was genommen? Ich hab vollen Hunger. Ja, ich hab auch fast vollen, nee, nicht ganz vollen, aber fast vollen Hunger. Oh nein, hier kommt man irgendwo durch. Ich hasse Bäume. Du auch? Sehr schön. Ich
Komm schon. Den Timer im Blick. Ja, 16 Minuten 26. Und wir haben erst einen Tod. Oh mein Gott. Ja, nicht so schlimm. Ich hab gleich den zweiten. Komm schon, stirb. Also ich, nicht du. Ja. 4 Herzen, 3 Herzen, 2 Herzen, 1 Herz. Tot. Nein, woran? Ertrinken. Ah, okay. Also die einfach. Ja. Ah, komm, ein Zombie-Villager! Ich werde gleich von einem Zombie-Villager getötet. Ah, ne, es sind noch 40 Meter bis zum. Uff. Ich hatte vorhin auch noch 40 Meter. Ich habe das Vieh einfach mitgenommen über die Grenze. Ja. Oh ja, versuchst du auch. Okay. Das Ding ist nur, es wird ein bisschen schwierig hier für den nach unten zu kommen. Komm schon. Ich will häufiger sterben als Busch. Busch weiß gar nicht, wie man stirbt. Ja, Skelett. Creeper! Komm schon! Nein, nicht durch den Creeper sterben, bitte! Creeper, tot! Nein! Ja. Du hattest das Glück, dass du 2 Creeper hattest! Ja! Okay. Oh, ich hab keinen Creeper tot. Noch 116 Meter bis zum potenziellen Tod. Gott, ich will Jeezys haben, ey. Ist das langsam. Du weißt, ich bin nicht nur Jeezy, ich bin Speedperk gewöhnt, weißt du? Das ist ja, so für ja, mich, als würde ich auf dem Boden krauchen. Oh, warte mal, den nehme ich noch mit. Der ist gut. Ah, nee, der. Ach, verdammt. Oh nein, bitte nicht. Ja. Oh Gott. Oh nein, ich bin. Das ist jetzt nicht wahr. Ich bin in einen Tümpel gefallen, aus dem ich nicht mehr rauskomme im Spawnbereich. Und das kurz 40 Meter vor Ende. 40 Meter vor Ende. Oh, Scheiße. Oh Mann. Warum? Das habe ich nicht verdient. Ich wollte einfach nur den Zombie mitnehmen, der da war, damit er mich tötet. Und ich, Idiot, springe in den Tümpel rein. Hätte ich einen kleinen Moment aufgepasst, hätte ich wissen müssen, dass ich da nicht wieder rauskomme. Ja, gleich tötet mich auch eine Spinne. Oh, mir fällt gerade noch eine schöne Idee. Achso, ich bin im Spawnbereich. Verdammt. Komm schon. Also der Spawnbereich nervt Busch. Sag ich doch. Ey, du bist mir gleich einen Tod voraus. Nein, du hast die Spinne getötet? Ja, die hat mich nicht mehr angegriffen. Sie hatte keinen Akku mehr auf mich. Warum? Keine Ahnung. Okay. Das ist gut. Nein, warum bremst du? Ich will nicht, dass du verbrennst. Busch, lösch dich. Lösch dich. Da ist wieder dieser scheiß Tümpel, der mich eben das Leben gekostet hat. Ja, eben nicht. Eben nicht das Leben gekostet hat. Genau. Komm schon. Oh, ist das dein Ernst? Hier runterspringen hilft mir jetzt gerade gar nichts, weil ich noch 5 Meter vom Spawn weg bin, oder was? So, ich bin tot durch Lava. Oh, toll. Dankeschön. Wiedersehen. Gerne doch. Oh Gott, hier kann ich ja 100 Mal. Bis es soweit ist. Oh, aber hier geht was ganz anderes. Sekunde. Das ist nicht schlecht. Und 3, 2, 1, tot. Woran? Herunterfallendem Kies. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Das war jetzt mein nächstes Ziel. Also wie viel hast du im Moment? Ha, ich 3. 3 Tote, glaube ich. Ich glaube, 3 habe ich auch. Ja. Ertrinken fehlt mir auch noch. Komm schon. Das Geilste wäre, wenn jetzt irgend so ein Scammer hier vorbeikäme und einen einfach mal abmetzeln würde. Weil das kannst du nicht vorhersehen und nicht beeinflussen.
Das wäre ein sehr cooler Todesfaktor. Da ist ein Creeper, aber es ist noch zu nah im Spawnbereich. 175 Meter werde ich hier nicht mitziehen. Du hast tot durch Creeper, tot durch Sturzschaden und tot durch Lava. Lava. Ich habe durch Spinne, durch Ertrinken und durch Kies. Nein, nicht brennen, Zombie, ich brauch dich noch. Komm noch 50 Meter mit und töte mich. Ja, nee, die kommen nicht aus dem Schatten raus. Dann. Oder sterben. Doch, der rennt. Der muss nur schnell genug hinter mir herkommen, dann ist alles gut. Ja, komm her. Nein, du musst noch weiter mitkommen, verdammt. So, jetzt gleich habe ich auch den Tod durch Kies. Okay, es dauert mir so lange, bis der Spawner da ist. Bis der Zombie da ist. Oh nein, ernsthaft. Hä, hast du es verkackt oder was? Ich werde vom Kies ja weggeschoben. Wie, du bist vom Kies weggeschoben? Wenn er auf dich drauf fällt, dann schiebt er dich weg, wenn ein Block neben dir frei ist. Ach so, ja, das ja. Also hast du es tatsächlich. Oh, jetzt aber bin ich durch Kies gestorben. Mann, du bist mir ein Tod voraus. Du sollst mir kein Tod voraus sein. Oh, ich gehe gerade ein Risiko ein. Ich hoffe, es lohnt sich, dass ich das Risiko eingehe. Tod durch Fallschaden. Eigentlich hatte ich was anderes vor, aber... Ja, den habe ich auch. Das heißt, jetzt sind wir gleich auf. Ja, dann müssen wir aber noch ein Stückchen voraus, weil du schon wieder weiter aus dem Spawnbereich raus bist als ich. Na, warte mal, wenn ich bin jetzt im Kies erstickt, ne? Du auch im Endeffekt. Ja. Wenn man jetzt noch im Sand erstickt, ist das ein anderer Tod, oder? Das ist die Frage, die ich mir auch schon gestellt habe, sie aber nicht laut gestellt, damit du nicht auf die Idee kommst, aber ja, hätte ich auch so gesehen. Gut. Tod durch Dummheit. Geht das auch? Geht auch. Komm schon. Warte. Nee, warte nicht. Die Idee war blöd. War ganz blöd. Oh, Zombie, du schwimmst ja immer noch hier. Ah, aber ich kann jetzt meine zweite Idee nachholen. Ich laufe in die richtige Idee, in die richtige Ecke. Schauen, ich muss vor dem Busch sterben. Ja. Hier ist sehr gut. So. Genau hier. Nein, bist du schon wieder am Sterben, oder was? Ja. Nein, wieso? Ja. Tod durch Sand. Tod durch Feuer. Also Lava. Ja, also Lava oder Feuer, sind das zwei unterschiedliche? Lava. Feuer ist was anderes, ja. Okay, weil Tod durch Lava hatte ich auch schon. Ich glaube, du bist mir immer noch einen voraus, oder? Jetzt bin ich wieder einen voraus, ja. Oder? Ah, nee, wir waren gleich auf. Echt? Dann sind wir jetzt... Wir müssen jetzt auch wieder gleich auf sein. Dann sind wir jetzt wieder gleich auf. Oh, war das ein Rouge? Das war ein Rouge. Ja, der hat dich überholt, als du ungeschickt gesprungen bist. Schauen. Wir haben noch 6 Minuten nach 50 so am Rande. Okay. Oh, gut. Ich muss nur hinkommen. Hallo. Guten Tag. Nein, warum?
Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ich bin noch im Spawn-Bereich. Oh Mann. Ich habe einfach nur einen Creeper gesehen und wollte dahin und bin runter in eine Höhle gehüpft deswegen. Oh gut, kann ich voll vergessen. Okay, ich ändere meine Taktik. Andere Richtung, anderes Glück. Ey, ohne Jeezys ist das die Hölle. Wieso habe ich gesagt, wir dürfen keine Jeezys anziehen? Ah ja, weil wir die eh verloren hätten beim ersten Sterben. Ja, ja, mit dem Home. Das mit dem Home habe ich gesagt. Ja, das Home ist aber... Das wäre zu einfach. Und ich ertrinke gerade. Oh, sehr schön. Oh Gott, wie weit muss ich denn hier noch gehen? Gut, ich bin ertrunken. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder ein voraus. Komm schon. Komm schon, weiter, weiter. Du sollst nicht ein voraus sein. Das ist das erste Mal, dass ich über eine Challenge nicht androhe, dass ich dich töte. Verdammt, hier geht's nicht weiter. Oh Busch, ich sehe schon, wie das Ding an dich geht. Gar kein Bock. Muss ich ganz dringend los. Ich laufe nur in Sackgassen. Schon. Wie soll ich denn hier jemals rauskommen? Ah, du bist auch da unterwegs. Ah, oh. Ja, ja, ja. Oh, du Schweinebacke, du hast gerade was gemacht, woran ich gar nicht gedacht habe. Das war gar nicht beabsichtigt. So. Nein! Aber das ist ja unfair, du kannst ja meinen Stream sehen, ich deinen nicht. Ja, aber das hilft mir nicht, weil der hatte ich schon vor dir, also... Spielt dir nichts drauf ein. Ich renne hier schon länger durch den Nether und versuche, dem blöden Spawn zu entkommen. Ja, ja, aber das mit... durch Lava schwimmen. Ach so, ja, in der Tat. Das, das hatte ich nicht auf dem Schirm, das stimmt. Aber es hilft mir auch nichts, weil ich hier nirgendwo hochkomme. Hier einfach nicht weiter. Da, da, da. Das gelobte Land. Nur noch 100 Meter. Aber ich komme hier nirgendwo hoch ohne Jeezys. Nirgendwo. Das ist zum Kotzen. Oh mein Gott, da ist ein Ghast, der auf mich schießt und ich bin einfach noch im Spawnbereich. Tod durch Ghast wäre so schön gewesen. Oh, du bist bei dem Ghast. Zwei Minuten 53. Komm schon, jetzt irgendein Nether-Tod muss man doch noch kriegen. 100 Meter. Ach, die Zahl wird wieder größer in die Richtung, in die ich hier muss. Komm schon. Weiter, 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 weiter. Okay, eine Idee habe ich noch. Das war jetzt so verschwendete Zeit. Ja. Ich bin nämlich auch aus dem Nether wieder raus, weil es total verschwendete Zeit war. Ja. Nether war eine coole Idee, aber halt doch nicht zielführend. Ja. Ich habe da schon mal kurz reingeschaut gehabt. Oh, was ich jetzt gerade mache, ist aber auch nicht zielführend. Kühe, was soll ich denn mit Kühen? Nein, 6 Meter noch. Ah, ist egal. Ach nee, es hilft nicht. Hm.
Ja, komm, sterben, 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 sterben. So. Nochmal tot, herabfallender Sand. Ich habe ihn nachgeholt. Drei Hunde mit einem Handschlag getötet. Was? Frag mich nicht. Ich habe gerade einfach nur einmal geschlagen und die Hunde... Kann man mit Break auch Tiere auf einmal töten? Nee, ne? Weiß ich nicht. Warte mal, ich mach 2,5 Damage. Das ist die Superfaust. Ach komm schon, Skelett, schieß 40 doch auf Sekunden, mich. 40 Sekunden. Boah, ich glaube nicht, dass ich noch einen Tod schaffe in 40 Sekunden. Aber stehen wir jetzt gerade unentschieden oder nicht? Ja. Hat. Ich glaube. 112 Meter, ich muss noch 112 Meter vorwärts, um überhaupt irgendwie sterben zu können. Und du hast dir bestimmt noch irgend so einen Billo-Tod aufgehoben für den Schluss. Oh mein Gott. Ein Zombie mit okay, Zeit ist um. Zeit ist um. Zeit ist um. Machen wir jetzt noch... Nee, machen wir nicht. Ist ja... Zeit ist um. Das heißt, wir sind unentschieden. Wie gehen wir damit um, Busch? Ganz am Ende, also das mit der Zeit ist um, ist jetzt, das ärgert mich jetzt, weil du gerade noch quasi gestorben wärst. Ja, und weil ich gerade noch gestorben bin. Ich habe die Zeit nicht gesehen. Aber das soll keine Ausrede sein. Dann würde ich einfach sagen, wir treffen uns am Spawnpunkt und wer zuerst stirbt an einer Sache, an der er noch nicht gestorben war. Genau. Okay, das können wir machen. Gut. Gut. Los. Let's go. Ich bin mutig, ich gehe in eine Richtung, in die ich noch gar nicht gegangen bin. Keine Ahnung, wohin das führt. Wahrscheinlich führt es dazu, dass ich gleich vor dem Meer stehe und nicht weiterkomme. Oh, vielleicht war es gar nicht so schlecht. Hier ist schönes flaches Land, hier kann man gut laufen. Ich hoffe, dass hier noch ein paar Mobs spawnen gleich. Hier sind Mobs, aber es ist noch zu früh. Was machst du schon wieder? Warum änderst du schon wieder deine Perks? Hunger. Achso. Hab Hunger ausgemacht, um Regeneration nicht mehr zu kriegen, ne? Als ich versucht habe zu sterben. Aber jetzt zum Sprinten. Aha, also Spinne hattest du ja schon noch. Spinne hatte ich schon, ja. Welche Mobs hattest du? Creeper nur. Nur Creeper? Creeper, ja. Okay, dann sind Creeper und... Du hattest ja auch nur Spinne, ne? Ich hatte nur Spinne, soweit ich weiß, ja. Ja, das waren dann die wir Unterschiede hatten. Verdammt, wieso kommt jetzt so ein dichter Wald hier? Ich brauche Mobs. Eben waren alles voll mit Mobs, als ich noch nicht sterben konnte. Und jetzt ist hier nicht einer. Hallo, Tiere. Isha. Da. Du auch. Du auch. Hier. Hallo. Hallo. Ja. Warum interessiert er dich nicht für mich? Ja, komm. Komm, komm. Gib's mir. Bitte. Schneller als beim Busch. Schneller als beim Busch. Bitte. Bitte. Oh mein Gott. Ich glaube, das wird so eine knappe Sache. Ja. Nein, ich glaube, du bist ein halbes Herz vor mir. Oh nein! Komm schon. Komm schon. Jan! Nein! Es war ein halbes Herz. Was, nein? Bist du tot? Ich bin tot, ja. Herzlichen Glückwunsch. Wieso? Mich hat ein Creeper getötet. Ist nicht wahr. Doch, neben mir ist ein Creeper in die Luft gegangen, hat mir das letzte halbe Herz abgezogen. Das ist nicht dein Ernst. Du hast. Du wärst ein halbes Herz vor mir. Ich dreh den Pfeil auf mich zu. Und Du siehst.
das großartig, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Tod durch Creeper mit ein Pfeil hätte gereicht. Ein einzelner Pfeil, der schon auf dem Weg zu dir war und du hättest mich um eine halbe Herzlänge geschlagen. So, ihr Lieben, das war's mit dieser Challenge. Ich habe mal wieder gewonnen. Yeah, tschakka. Und, ich wette, du hättest es nicht mal gemerkt, wenn ich es nicht zugegeben hätte. Nee, hätte ich nicht. Hätte ich garantiert nicht gemerkt. Nee, aber also, gut, du hast es geschafft. Fair play. Hammer. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt doch was in die Kommentare. Schreibt uns auch gerne eure Ideen in die Kommentare, was wir für Challenges noch gegen oder spielen können. Und wenn ihr gerne mal dabei sein wollt, dann meldet euch doch ebenfalls in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns wieder in einer der nächsten Folgen Bush vs. Bush oder in einem der vielen anderen Videos oder Livestreams.